Pistol Runs sind für euch eine Zeitverschwendung, weil ihr eine andere Waffe spielen könntet, die günstiger ist und euch im Late Game von Escape from Tarkov deutlich, deutlich weiter nach vorne bringen würde. Freunde, an der Stelle für die Leute, die neu hier sind, ich bin der Nico, der Twisted, schön, dass ihr am Start seid und in dem Video beziehen wir uns in allererster Linie unter anderem um das Waffensystem in Escape from Tarkov und welche Unterschiede es mit sich bringt, eine unterschiedliche Waffenklasse tatsächlich mit am Start zu haben. Das Ganze machen wir heute im Bereich des Play-by-Play-Formats, einem Format, wo ich euch mitten in die Runde reinnehme und euch 1:1 erkläre, was ich genau höre im Raid, beziehungsweise wie ich bestimmte Informationen in einem Raid verarbeite und wie ich auf diese Art und Weise dann PvP spiele. So, hier sind wir dann auch schon im Kernpunkt meiner Aussage angekommen. Spielt lieber die SKS. Die SKS zählt unter anderem mit als Assault Carbine. Das ist ein Vorteil, aber natürlich auch die Munition. Ne, wir haben hier einen 7.62x39 Kaliber, die PS-Munition hat eine Durchschlagskraft, womit ihr auch gut durch Vierer-Armor durchkommen könnt. Zwar nicht instant auf dem ersten Schuss, aber ihr kommt auf jeden Fall deutlich besser durch die Vierer-Armor durch, als bei einigen Pistol-Munitionen. Wir haben eine Assault Carbine am Start. Das ist der Punkt von einer SKS. Wenn wir das Ganze hier angucken, hier haben wir einmal die unterschiedlichen Skills, beziehungsweise die unterschiedlichsten Waffenskills, hier unter anderem Assault Rifle. Die Assault Carbine hat aktuell noch keinen eigenen Skill in Escape from Tarkov, deswegen zählt sie zur Assault Rifle und deswegen ist es wichtig, diese Waffe so zu spielen. Denn, so wie wir die SKS leveln, skillen wir unseren Assault Rifle Skill und damit haben wir automatisch bessere Stats auf allen Assault Rifles. Diese werden nicht direkt angezeigt, aber wir haben hier unter anderem, ja, jetzt auf Level 22 insgesamt 7% weniger Recoil. Und genau das gleiche mit Ergonomics, wir haben erhöhte Ergo-Werte genau auf allen Assault Rifles. Das ist einfach eine Entscheidung, die ich für mich getroffen habe. Ich habe gesagt, ey yo, ich möchte einfach überhaupt keine anderen Waffen als Assault Rifle zu spielen. Also anstatt zum Beispiel, dass ich eine M1A oder SR25 in den Raid mitnehme, treffe ich lieber die Entscheidung, dass ich eine DTMDR in der 762-Variante oder eine SKH in der 762-Variante, dass ich die ganzen Waffen eher spiele, anstatt halt einfach diese Single-Fire-DMR-Waffen zum Beispiel. Oder ich möchte keine VSS spielen, sondern ich möchte eine AS Vald spielen, weil die zur Assault Rifle klassisch zählt. Ich versuche mit jedem Raid, den ich mache, halt einfach diese Assault Rifle zu skillen und dementsprechend lande ich dann auch so schnell wie möglich hier hoch. Der Unterschied zwischen Assault Rifle und Recoil Control ist einfach, dass ich bei Assault Rifle entsprechend Hits machen muss. Das heißt, ich muss das Target treffen, um diesen Skill tatsächlich zu treffen. Bei Recoil Control baller ich eine Waffe einfach leer und schon habe ich insgesamt weniger Recoil auf allen meinen Waffen. Ist ganz gut zu machen, halt einfach, wenn man generell zum Beispiel den Scav gerade über den Haufen geschossen hat und dann mal eben kurz ein 30er Magazin leer schießen kann. Skillt direkt den Recoil Control Skill und ihr habt weniger Recoil auf allen euren Waffen, wobei das hier in erster Linie halt einfach nur um horizontalen Recoil geht. Der Assault Rifle Skill soll ebenfalls auch vertikal sein, was diesen Recoil Control Aspekt angeht. Also hier an der Stelle einfach meine These, Assault Rifles sind die meisten Meta-Waffen in Tarkov, deswegen versuche ich halt einfach wirklich eher eine SKS in einem Budget Run zu spielen, als halt eine Pistol, weil eine Pistol wird mir nichts bringen. Man könnte natürlich auch einen Budget Run machen mit zum Beispiel einer Kel-Tec RFB, wobei diese dann, glaube ich, auch zur Assault Rifle, zur Assault Carbine zählen würde. Das könnte auch funktionieren, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Wir können mal ganz kurz nachgucken. Assault Carbine, Kel-Tec RFB, würde genau den gleichen Effekt hervorbringen. Genauso wie zum Beispiel die VPO Vepr, würde genau den gleichen Effekt haben. Einfach so ein bisschen gucken, dass ihr im Assault Carbine und Assault Rifle Bereich unterwegs seid. Und schon seid ihr deutlich, deutlich besser da unterwegs. Weil sonst bringt es euch halt einfach fürs Late Game einen Tacken weniger. Und ich meine, wenn man jetzt wirklich so 7% am Start hat, ne, bei dem SKS, bei der Assault Rifle, so, das ist halt schon, ne, 7%, das sind fast 2 Griffe. Von einem preislichen Aspekt sind wir hier auch definitiv günstiger, denn die SKS liegt hier bei 21.000 Rubel. Die 5.7, eine der populärsten Pistolen, liegt da auch so, aber die 5.7 wird eigentlich immer gemoddet. Deswegen, also wie ihr das Ding moddet, sind wir da schon bei einem anderen Preis. Die SKS sind wir hier bei 21.000 Rubel und die Munition ist deutlich günstiger, denn wir sind hier bei 140, 145 Rubel pro Schuss und da kann halt einfach dann die entsprechende 5.7 Munition einfach nicht mithalten. Und welch eine bessere Art und Weise, das Ganze zu testen, dass eine SKS tatsächlich noch competitive sein kann im PvP, als auf Customs unterwegs zu sein, während dort Sanitar und seine Guards spawnen und gefühlt jeder Chad das spielt und ich spiele das Ganze auch noch mit einer 4er Loadout, also das wird nie im Leben was. Aber ey, ich finde die Challenge irgendwie cool. Ich habe da Bock drauf. Mal schauen, was passiert. Und auf geht's. Eine kleine Sache, die ich euch jetzt direkt schon am Anfang von der Runde zeigen möchte, ist, wenn ihr die SKS nachladen möchtet, bitte drückt nicht R. Schaut einfach, wie lange ihr braucht, um nachzuladen. Es dauert Jahre. Kurz Midi-Waffe rausnehmen, Install drücken, fertig. Und da sind schon 2 Chads. Okay, langsam kurz warten.
Alt-W, damit wir kein Geräusch machen. Um aus dem M9 Zeit wieder rauszugehen. Kurz Golden Star reinziehen, damit wir einen Painkiller drin haben. Und die ziehen nach links weg. Heißt also, die könnten zum Sniper-Bag hier hochmoven oder links von mir. Da schaut es auf jeden Fall schon Richtung Construction. Das heißt, ja, Sunny wurde gepullt. Hier komme ich nicht lebend raus. Ich hab, bin komplett out of position. Es wird nichts. Dreier-Team, Vierer-Team. Oh mein Gott. Okay, wir warten mal ganz kurz. Moin, Jungs. War schon weg oder? Da ist einer. Einfach die absoluten Chads, die da lang rennen. Gut, die kann ich so im Open Field nicht fighten. Weil so wie ich sie Open Field versuche zu fighten, da habe ich kein Cover. Ich kann nichts machen. Ich werde hinterher rennen, um zu gucken, ob ich eine Öffnung finde. Aber das ist halt ein absoluter Tod. Das ist ein garantierter Tod. Ich muss ein bisschen selektiver sein, weil ich mit meiner Munition sehr wahrscheinlich nicht so gut klarkommen werde. Gegen die Boys. Aber wir schauen mal, ob man das möglicherweise mit ein paar Headshots und Domesets einfach kompensieren kann. Da sind sie. 1, 2, 3. 3 Full Chads. Der eine liegt da noch am Tent. Der ist da noch am Tent. Der hat sich nicht bewegt. Einer muss noch crossen. Ich versuche hinzulegen. Bringt mir absolut nichts. Warum lege ich mich hin? Das ist dumm. Einer müsste doch noch hier am Tent sein, oder nicht? Nicht? Okay. Okay, weiter geht's. Boah, schwierige Situation. Wir müssen hier auf jeden Fall reinmoven. Ich darf aber auch nicht zu schnell sein, weil wenn ich zu schnell bin, dann überhole ich sie. Dann bin ich tot. Das bringt mir auch nichts. Die zwei dürften sie nicht gemoved sein, so wie es aussieht. Wenn es ein Dreierteam ist, ich glaube nicht, dass es ein Dreierteam ist. Was sind das, die Türen zumacht? Die sind im Dreier drin. Sie fighten im Dreier. Rainer. Jetzt ist meine Öffnung. Busch außen. Ich werde eingekreist. Das überlebe ich nicht. Einen nehmen wir noch mit. Schade. Einen nehmen wir noch mit. Ich hätte ihn rausfacen können mit der Granate. Ah, das war einfach zu viel. Die hatten mich einfach perfekt in der Zange. Ich wollte jetzt einfach noch eine Granate auf den Boden schmeißen, in der Hoffnung, dass ich ihn vielleicht überraschen kann, dass er sich vielleicht weg, dass er vielleicht wegrennt. Das war meine einzige Öffnung. Ich hätte schneller die Granate ziehen müssen. Ja, war unglücklich. Unglückliche Positionierung von mir. Da hätte ich anders spielen müssen. Aber ich meine, den ersten haben wir schon mal geholt, aber der hat mir so viel Damage gemacht, da wäre ich, glaube ich, einfach nicht lebend rausgekommen. Das war einfach zu viel auf einmal. Gegen ein Dreier-Team, das war einfach, ja, puh, kann man besser machen, I guess. Beziehungsweise kann man ein bisschen mehr RNG-Glück haben. Wir probieren direkt nochmal eine Runde. So, gut, dann schauen wir mal, ob das jetzt hier eine erfolgreiche Runde drin sein kann. Wird natürlich echt verdammt schwierig, im Bereich des Play-by-Play-Formats halt eine erfolgreiche Runde mit einem Budget-Gear hinzukriegen. Denn mein Ziel ist es halt wirklich gnadenlos auf PvP zu gehen. Die Problematik ist aber halt, dass ich mit einem Budget-Gear keine PvP-Runde spielen kann. Oder nicht eine Budget-Gear, meine, dass ich mit einem solchen Gear nicht unbedingt auf PvP gehen würde. Ne? Das ist halt einfach so ein bisschen die Problematik immer bei sowas. Mit einem Budget-Gear versuchst du kein PvP zu forcen. Das habt ihr auch gerade schon in der ersten Runde gesehen, dass ich halt versucht habe, mir die perfekte Öffnung zu suchen, um diesen Fight anzugehen. Aber das ist halt immer so ein bisschen die Problematik. Normalerweise würdest du, wenn du eine nicht gemoddete AK-101 spielst oder sowas hier,
Oder eine UMP zum Late Wipe oder sowas. Diese ganzen Budget-Waffen, die dafür bekannt sind, dass sie gut sind, die würde man nicht so spielen, dass man gnadenlos auf PvP zushiftet. Und das ist halt so ein bisschen schwierig, dann hier dann möglicherweise auch eine Play-by-Play-Runde hinzukriegen, die halt erfolgreich ist. Da müssen wir halt schauen, ob wir das irgendwie hinkriegen. Aber ich probiere es halt weiter, ne? Also, ich würde sagen, wir laufen jetzt ein bisschen aggressiv, einfach gnadenlos auf die Boys zu, die jetzt möglicherweise bei Crackhouse unterwegs sind oder da gespawnt sind. Und dann versuchen wir, erstmal Sanita aus dem Weg zu gehen, falls der Kollege überhaupt noch spawnt. Wir haben heute die Weiterführung des Events bekommen, dass Rishi, der eine Skepta aus den Chronicles, halt einfach, Schlüsselbug. Okay, konnten die Audio hören, das heißt, da ist gerade jemand im Dorms. Ich würde sagen, wir forcen das PvP einfach. Wir fighten auf jeden Fall jetzt Dorms dann einfach, versuchen noch ein bisschen Headshot-Aim zu haben. Gucken wir mal, ob das funktioniert. Ne, aber wir haben heute halt die Weiterführung des Events bekommen. Dass Rishi halt jetzt den Schlüssel gefunden hat von Sanita und jetzt seinen Raum durchsucht. Mal schauen, ob wir in den nächsten paar Tagen ein bisschen was bekommen werden an Events oder ähnliches, aber ich denke mal, es wird darauf hinauslaufen, dass wir jetzt von der Lore her vorbereitet werden, dass Streets of Tarkov jetzt im Dezember, jetzt irgendwo Richtung Ende des Jahres implementiert wird. Das ist ja auch die Info, die wir von Nikita haben, dass Streets kommt. Dann schauen wir mal. Kurz ein Running Peak. Oh. Und noch ein Running Peak. Und GG's. An der Stelle auf jeden Fall immer versuchen, den Right Angle zu nehmen. Und Abfahrt. Wir machen noch kurz wieder den Reload. Wir haben Zeit. Wir wollen uns halt den Right Angle nehmen. Granate links, einer links, einer rechts. Schöne Nade. Ich werde direkt gegen. Ich habe keine Nades mitgenommen, die Runde. Was es für mich schwierig macht. Einer ist rechts an der Treppe und einer ist halt links. Das heißt, ich kann ihn nicht facen. Ich kann nichts machen. Ich kann nicht aggressiver nach vorne gehen. Den kriegen wir nicht rausgelockt. Nächste Granate, die kommen wird. Schade, ich habe jetzt einfach seinen Move versucht zu antizipieren. Weiß nicht, ob ich da drauf war, tatsächlich. Ja, ich war drauf. Ist tot. Wir haben immer noch einen Spieler links. Den habe ich gerade ganz klar gehört. Genau links in der Ecke, wo gefühlt immer einer am Eingang steht. Genau da haben wir einen. Der hat mich getroffen mit der Granate sogar. Ich hätte rumziehen sollen. Ich hätte den Weg nochmal zumachen sollen, als er sprintet. Aber ich glaube, habe ich damit jetzt bewiesen, dass die SKS Killpotenzial hoch 10 auf Chads hat? Das war not bad. Wir haben 3 Chads mal komplett aus dem Leben getappt gerade. Ich würde einfach, wir probieren es einfach nochmal. Ich will versuchen, wirklich eine Runde rauszukommen und dann schauen wir mal, ob wir es hinkriegen. Let's go, try again. Alright, probieren wir das Ganze direkt nochmal. Ich glaube, ihr seht immer und immer wieder, wie ich halt versuche, das Tarkov PvP 1x1 so immer wieder so ein bisschen anzuwenden. Ich versuche mir Informationen zu besorgen. Ich als aggressiver Shift-W-Spieler versuche das gerne mal über einen Running Peak zu machen, indem ich halt einfach nach links oder rechts gucke, während ich an einer Öffnung vorbeisprinte. Und versuche dann halt direkt in den Right Angle Peak reinzugehen. Das ist halt zumindest meine Variante von dem Ganzen. Läuft für mich immer ganz gut. Ist halt das Tarkov PvP 1x1 Running Peak bis zum Right Angle Peak oder halt Granate bis zum Right Angle Peak oder halt Pre-Fire. Bis dann wieder der Right Angle Peak geht. Ist halt einfach das aktuelle Tarkov 1x1, was PvP angeht. So ist es halt einfach, so wird Tarkov halt einfach gespielt.
Aber wir probieren das Ganze direkt nochmal. Ich renne direkt nochmal Richtung Dorms. Und ich glaube, ich muss hier auf jeden Fall gleich nochmal ganz kurz Alt-Enter drücken. Weil hier hat sich, fühlt sich noch irgendwas nicht richtig an in Tarkov. Jetzt einmal ganz blöd natürlich für die Aufnahme aus. Ist ja wunderbar. Aber, ah, guck mal da. Sieht das Ganze hier schon ein bisschen besser auf. Mal eben so 20, 30 Frames mehr und fühlt sich flüssiger an. So, wir warten hier unten für Informationen. Golden Star. Und auf geht's. Für mich als Shift-W-Spieler, wie gesagt, der Running Peak eine wunderbare Möglichkeit, um Informationen zu bekommen. Wenn man aber allerdings selber ein bisschen etwas langsamer unterwegs ist, ein bisschen langsamer spielt. Audio. Audio ist perfekt, um die Position des Gegners herauszufinden. Werft auch einfach mal gerne mal eine Granate rein, wenn ihr irgendwo einen Gegner vermutet. Der Gegner wird sehr wahrscheinlich reagieren auf die Granate. Die Spieler mögen keine Granaten. So, das ist auch ein recht wichtiger Tipp. So, einfach eine Granate werfen, Audio bekommen, realisieren, wo der Gegner sein kann. Und dann von mit diesen Informationen, die man dann bekommen hat, einfach den nächsten Move machen. Wichtige ist halt einfach, erst dann in ein PvP-Szenario reinzugehen, wenn man genauere Informationen hat. Und desto mehr man Tarkov spielt, desto schneller wird man in der Informationsbeschaffung. Das ist alles. Ich glaube, da sind Shots in Richtung Bridge. Aber sicher bin ich mir gerade nicht. Also wir haben Shots in Richtung Bridge. Und in der Stromschalterhalle da hinten. Ihr seht jetzt zum Beispiel auch gerade wieder Informationsbeschaffung. Genau das gleiche Thema. Ihr seht, dass ich die ganze Zeit zwischen den unterschiedlichen Etagen rotiere. Liegt halt daran, dass vertikale Audio einfach scheiße ist in Tarkov. Und deswegen versuche ich auf so vielen Ebenen, so lange wie möglich, so kurz oder so kurz wie möglich zu sein, dass ich immer wieder Informationen bekomme von diesen unterschiedlichen Ebenen. Aber es wirkt so, als ob diese Runde keine Dorms-Runde ist. Bedeutet, wir rotieren. Und moven auf die Shots. Wir haben E-Werk, oder nicht E-Werk, wir haben Richtung Stromschalter und Gasstation links von uns. Da in der Richtung haben wir Shots. Wir haben hier vorne einmal Shots und wir haben rechts Richtung Brücke Shots. Bedeutet, egal wie wir uns jetzt bewegen, wir werden auf was treffen. Der Scav vor mir ist triggert und die ballern hier vorne bei Construction. Mal gucken, ob der Scav uns nochmal Informationen gibt. Wenn Scav getriggert ist, wissen wir, dass der auf einen Spieler aggro ist. Ne? Das heißt, hier wird irgendwo auch ein Spieler sein. Könnte sogar ich gewesen sein. Maybe. Maybe mag der mich nicht. Oder? Mag der mich? Ne, ich glaube, jemand anders hat den zuerst getriggert. Da links steht er. Zack. Da haben wir gerade, ich glaube, das dürfte eine RPK gewesen sein. Wir hatten auf jeden Fall gerade Shots im Fortress. Das heißt, jemand versucht auf jeden Fall Sanitäter gleich zu machen. Wir wollen aber hier in dem Bereich erstmal bleiben, um die rechte Seite so bei Construction ein bisschen sauber zu machen, dass wir hier ein bisschen mehr Informationen haben. Ich will einfach gerade ein paar mehr Informationen sammeln und dann geht's weiter. So, rennen hier einmal kurz hoch. Treppe hoch. Und schauen hier einmal rüber. Nope, nix. Links von uns ist irgendwas. Ich weiß nicht genau, was es für ein Audio ist. Ich gucke gerade auf den Boden, einfach nur meine Hitbox ein bisschen zu verkleinern. Dass einfach das Player-Model, was ich halt zeige, einfach nicht so groß ist. Es ist unwahrscheinlich, dass ich einen Headshot fange. Ich will nicht hier lang moven. Wir versuchen einfach jetzt mal mit der minimalen Information, die wir haben, dass da gerade ein Spieler rechts lang gerannt ist. Der könnte drauf gewesen sein. Also er hat den Bodyshot auf jeden Fall gefressen. Ah, okay, er will mich noch. Der Bodyshot. Okay, okay, okay. Wir haben einen unvorteilhaften Engel. Er hat auch den Right Angle Peak. Das heißt, wir wollen den Winkel ein bisschen vergrößern erstmal. Ein bisschen gucken, was wir so machen können. Ein bisschen den Winkel vergrößern. Wir sehen da nicht. Und ich sehe ihn immer noch nicht. Wir könnten jetzt von rechts geflankt werden. Mir fehlen aktuell einiges an Infos. Hier sehe ich auch nichts. Ich höre nichts. Gerade ist mir der Fight hier ein bisschen zu offen und ich weiß noch nicht, was mit den Leuten passiert ist, die tatsächlich von der Brücke gekommen sind. Ich möchte eigentlich den Fight hier einfach jetzt verlassen und in den Fortress reingehen.
finde ich irgendwie angenehmer. Ist bescheuert, aber ist angenehmer, glaube ich. Oder wir können jetzt Fortress einmal... das können wir probieren. Wir ignorieren Fortress einmal. Wir ziehen uns jetzt ein Propital, was für euch wahrscheinlich scheiße aussehen wird, weil das macht das Bild ein bisschen kacke. Aber wir machen jetzt Folgendes. Wir versuchen hier von Werkstatt jetzt rein zu moven. Um nochmal eine ganz andere Information zu bekommen, möglicherweise. Um links haben wir nichts. Sanitar steht glücklicherweise auch nicht hier. Was? Das ist ein Guard. Es ist ein Guard. Oh, das ist die Gang. Ungünstig. Ich habe ihn auf jeden Fall einen Header verpasst und ich dachte eigentlich, er würde fallen, aber es ist Sanitar. Oh boy. Ja, ja, ist okay. Ist okay. Das macht das Ganze jetzt ein bisschen kreativer hier. Oh boy. Ist okay. Ist okay. Machen wir so. Wir haben immer noch den Spieler hier vorne, auf den wir ein bisschen aufpassen müssen. Packen wir noch eben kurz die zwei Kugeln rein. Ja, ist okay, Sani. Entspann dich, Meister. Ja, ja, ja. Mal kurz gucken. Ist hier irgendwo... Ich sehe keinen Spieler. Was Beunruhigendes. Oh. Und oder gut. Panic Reload. Okay, der Guard lebt immer noch. Das dürfte nicht Sanitar hier sein, oder ein Guard, der hier... sagte er und wird von Sanitar getötet. Oh Mann, ey. Alright. Ich hoffe es zumindest, dass es ein kleiner Denkanstoß gewesen ist, diese Play-by-Play-Folge. Wie man das Ganze vielleicht ein bisschen anders sehen könnte, das Konzept von den Waffen, Waffenskills, die es in Tarkov gibt und wie man da tatsächlich nochmal so ein bisschen einen Vorteil rausschaffen kann. Ihr seht, mit jeder Waffe hat man irgendwo Killpotenzial in Tarkov, natürlich auch mit einer Pistole. Aber denkt vielleicht so ein bisschen darüber nach, was euch später mit einer M4 zum Beispiel nochmal einen Vorteil geben könnte. Oder wenn ihr gerade mit den größeren Kalibern unterwegs seid, der NATO 762 Munition hier, M80, M62 und sowas. Wenn ihr damit unterwegs seid, was würde euch da im Early Wipe oder im Early Gameplay halt einfach einen Vorteil bringen? Und das wären dann einfach so Sachen wie zum Beispiel Assault Rifle zu fokussen. Oder wenn ihr zum Beispiel in erster Linie DMR-Spieler seid, so, dann lasst die Assault Rifles weg und seid euch dessen bewusst und spielt in erster Linie dann halt einfach eine DMR. Ist auch alles eine Option, aber seid euch einfach über diese Skills im Klaren, dass sie Punkt 1 existieren und dass ihr halt einfach, wenn ihr sie auf diese Art und Weise so ein bisschen spielt und oder abused, wie auch immer, ihr es halt haben möchtet, ne, dass ihr da halt einfach einen Vorteil bekommt, gerade im Late Game. Freunde, wenn euch das Video gefallen sollte und gerade auch das Play-by-Play-Format euch gefallen sollte, sagt mir gerne in den Kommentaren Bescheid, was ich als nächstes spielen sollte. Und wie gesagt, ein Abo würde mich sehr supporten. Jetzt aber erstmal viel Spaß, neuen Raids.